Gut, also ich würde sagen, wer Interesse hat, machen wir gleich länger mit Köpfen, melden Sie sich beim Heiko, dass er Name, E-Mail, Adresse, Telefonnummer reicht, Herr Marmoner, würden noch ein Ort, wo er tätig sein würde. Und ich würde mal sagen, ein Umkreis von 100 Kilometer größer die Wahlkommission nicht machen, weil wir müssen dann an mehreren Wochenenden die Strecke fahren. Ne? Also Unterschied, ob ich von Chemnitz oder von Zwickau anfahren muss. Das sind schon 8 Kilometer. Ihr müsstet dann immer hin, immer zurück. Also wir sollten schon genug Wahlkommissionen haben. Ich habe ja auch gehört, wir sind WSW, will wohl auch jetzt Flaggen zulassen und will auch mitmarschieren. Habe ich gehört. Naja, sie haben erkannt, dass das nicht wird mit diesen Flaggenfreiheit und Kuschelkosten. Ja, wenn die Wahlkommission machen wollen, gerne. Ja, ich bin wohl eingeladen. Müsst wahrscheinlich aber wohl da was klappen, weil ich wegen einer anderen Wahl oder wegen einem Absagen unternehmen. Also wir sind verdammt viele Leute unterwegs auch noch, da haben wir noch nicht immer annähernd eine Vorstellung davon. Ja? Direkt, wenn ich jetzt mal an die ganzen Selbstverwalter denke, wenn die mal irgendwo aufwachen sollen in Schwarzenberg. Weil die Selbstverwalter könnten so dann schon mitverwalten, das wäre meine ideale Aufgabe. An den Minister, den wir mal kennengelernt haben von Auerhammer, den Reinhold, den Peter. Ja, ne? Der hat ja schon erzählt, dass die vor 10 Jahren dran waren, einen Rundfunksender irgendwo in Schlesien oder drüben irgendwo zu installieren und Leute zu informieren. Ja, das sind ja alles Leute, die irgendwo sich hier an Fronten kämpfen. Die müssen wieder weg werden. Ja, ne, wenn das mal irgendwo ist oder in irgendeinem Reimer, haben wir in Zwenitz einen kennengelernt am Stammtisch. Der hat gesagt, er hätte vor, was weiß ich, vor 5, 6 Jahren in der Linde in Zwenitz schon in Erfahrung hier große Vorträge gehalten. Und das ist alles eingeschlagen und hat auch ein Wissen gehabt, auch was Geld angeht, über Sportkassen. Ne? Und so ist dort am Tisch und hat gesagt, ich mache nicht mehr. Ne? Ja, wo ich sage, Mensch, die waren halt zu zeitig. Wie wir jetzt auch für manche Zeit. Also Angebot steht, ich würde in Grünau mitmachen, aber ich kann eine Wahlkommission. Ich würde in Grünau gerne Bürgermeister kandidieren. Oder dort lokalen Professor machen. Also ich kann die Wahlkommission machen, aber ich kann anleiten, das kann ich machen. Aber jetzt nochmal zu dem Punkt, warum ich nicht sofort einen Bürgermeister wählen kann. Weil die Bürgermeisterwahl, der Bürgermeister die sind keine noch Siegelrechte hat, das ist das Problem. Ist doch egal. Die Bürgermeisterwahlen sind doch erstmal alle, die fallen doch alle hinten runter wegen der Staatsangehörigkeit. Richtig. So, jetzt aus dem Grund wird jetzt neu gewählt. Zack, jetzt bist du in einem Monat als Bürgermeister von Grüner gewählt. Jetzt hast du ja das Hintergrund. Genau, ich könnte jetzt im Prinzip in Grünau nachziehen und dort noch haben. Dann gehst du rein in das Einwohnermeldeamt und sagst so, jetzt verschicken wir mal Briefe an die Leute, die hier wirklich wahlberechtigt sind und dann geht es ab. Richtig. Wäre eine einfache Lösung. Funktioniert aber nicht, weil du das nicht flächendeckend hinkriegst. Weil überall die Partei von uns sitzen. Ja, aber ich sage mal vielleicht. Das ist ungefähr so wie bei einem Hochmoor, das musst du einfach das Wasser ablassen und dann warten, bis es trocken ist. Dann einfach. Aber die Wahl der Wahlkommission ist ja mindestens genauso kompliziert wie die. Wieso denn die? Warum? Weiß ich nicht. Wieso? Die Wahlkommission, die, sagen wir mal, Aue will eine Wahlkommission machen. Aue ist ein Gebiet, das kannst du an jedem Tag befleiern. Kein Problem. Du musst 100 Leute haben, die in den Stammtischen dort immer gehen, so von denen rein und die tragen die Flyer aus. Oh, jetzt schnau ich mal so ein bisschen schwarz. Mach mal 50. Das ist der einzige Auer hier. Ja. Aber wirklich die Zeit findet eine Stammtisch. Nimm mal Schwarzenberg. Bruder, in die Zeit steht ein Stammtisch statt und da stand ich mal kurz besaufen da. Wenn ich da was sage, du hör auf, du Reisbäume. Ja, ich leg mich mal auf. Entschuldigung, ich jetzt einmal das Wort ergreifen. Das ist ja Sprichwort. Es ist scheiße. Nimm mal Schwarzenberg. Leute, und nochmal 5 für die Wahlkommission und es kann losgehen. Dann müsst ihr hier die Liste einschreiben und die Hände einschreiben. So. Ich mach in Grüner einfach nur Schulung und von mir aus können wir so eine Wahlkommission-Schulung gerne machen. Kein Problem, Räume sind auch kein Thema. Das war ja auch. Darf ich schon mal gleich einhaken? Ich mach mal Kamera aus, weil wir sind das vor.